Das ist einfach, ich finde das einfach schön. Das ist, da ist sehr viel Liebe in das Spiel geflossen, vom Design her. Und es wäre echt schade, wenn man das dann links liegen lassen würde. Ich stehe ja eher auf lustige Sachen. Ernsthaft ist gut, aber irgendwann wird es halt dann noch ein bisschen langweilig. Ein bisschen Humor muss dann doch schon sein. So. Ganz viele Questen kurz einsammeln wieder mal. Ist ja so ein Quest-Hub hier. Und die meisten fangen auch hier schon direkt an, wie es aussieht. Matt Dispenser. Der heilt. Jetzt habe ich nochmal einen Buff. Critical Hit Severity um 20% erhöht. Heilige Scheiße. Ich muss nochmal drauf klicken. Okay. Nö, anscheinend nicht. Ich guck's mal, was ich machen muss. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier Reputation muss ich kriegen. Es gibt Reputation. Okay, gut zu wissen. Und ich muss natürlich Leute finden. Okay. Ah, da oben wahrscheinlich. Da oben ist ein Taxistand, tatsächlich. Ja, es gibt auch Taxis. Taxis ist nichts anderes wie Greifenstationen in WoW. Oder Taxen, Taxis, wie auch immer. Und dann kann man hier schnell reisen. Wenn man natürlich dementsprechend schon freigeschaltet hat, ist ja klar. Aber ist cool. Auch das gibt's. So, haben wir auch gemacht. Dann müssen wir das Terminal noch finden. Das machen wir auch mal kurz unten. Das ist am Anfang wirklich sehr viel an die Hand nehmen. Wie funktioniert was? Guck dir das an. Das ist hier, das ist dort. Man wird das nicht einfach reingeworfen. Wegen hier, mach mal. Kennst du ja jedes MMO? Nee, man wird wirklich an die Hand genommen. Das ist gut. Es gibt auch immer noch junge Spieler, die gerade ganz frisch in die MMOs reinkommen. Und dann muss man das doch mal ein bisschen verfolgen, dass man eben den Nachwuchs auch direkt mal ein bisschen ausbildet, was MMOs angeht und wo der Spaß eigentlich herkommt und all das. So, das ist ein Portal anscheinend, das muss ich aktivieren. Nee, will ich noch nicht. Warte mal. I'm ready when you are. May the forest guide your path. So, lassen wir das mal erstmal weg. Gehen wir erstmal Marauder töten, da hinten. Und nochmal eine Quest abgeben da vorne. Mission unlocked. Ah ja, wieder eine Soldatmission unlocked. Sehr schön. I'm waiting. You ready to get to work? Noch mehr Questen. Noch mehr Questen. So, aber es ist meistens verbunden, das ist schon mal ganz gut. Hier stehen überall Kristalle in der Gegend rum. Sehr hübsch. Und ich glaube, das könnte bedeuten, dass hier ein Challenge ist. Ich muss mal gucken, ob das wirklich sich bewahrheitet. Das ist einfach mal ein Test. Gehen wir jetzt mal hin. Ach na, Quatsch, das sind die Stationen, die den Buff geben. Das war es ja vorhin. Ich bin manchmal ein bisschen schwer vom Kopf. Hat man ja schon mal. Jetzt habe ich diesen kleinen Dings über dem Kopf. Huppa! Aber echt schick, die Sichtweite, guckt es euch an, die ist doch richtig klasse. Da hinten fliegt noch was, performance-technisch auch super, sieht auch richtig schick aus, hier mit den ganzen fliegenden Kristallen. Das ist schon, also man kann, ich finde, man kann nicht meckern, die Grafik ist schon sehr, sehr schick. So, genug geguckt. Wir töten jetzt Marauder, das ist auf jeden Fall hier in der Gegend. Wollen wir mal auf die Map gucken. Meine Fresse. Und noch so viel, auch so viel Ausrufezeichen noch. Hilfe! Also hier gibt es wirklich viele Aufgaben. Das ist wirklich ein Hauptgebiet, wie es aussieht. Und es ist riesig. Das ist riesengroß. Au! Ist das Ding explodiert? Ah, es war eine fliegende Mine. So, Corporal, dann gib mir mal deine Mission hier, dass ich nicht loslaufen, wieder zurücklaufen muss. So. Kannst du mal gucken, ob hier noch nicht noch irgendwo noch eine Quest ist. Ja, ich laufe gerade auf einer zu. Ah ja, da unten. Das ist wieder die Kiste für den Soldaten. Da kann ich was rausnehmen. Dann nehme ich mit diesem mal eine Frag-Granate raus. Sehr schön. Damals auch schon. Die habe ich mir vorhin verkauft, glaube ich. Oder weggeworfen, weiß der Teufel was. Aber man kann mehrere Sachen rausnehmen. Jetzt habe ich eine Stun-Granate noch rausgenommen. Okay. Ja, ist egal, jetzt komm. Eine Frag-Granate und eine Stun-Granate rausgenommen. So, du hast auch noch eine Quest für mich. So viel zu tun. Use Railgun on the Minions, bla bla bla. Okay, lass mich raten, die Railgun ist hier oben. Nein, ist nicht. See anything you like? Ach, ja, Jemini. So viel zu tun. So wenig Zeit. Und schon fast eine Stunde drin im Spiel. Unglaublich.
Detonate Marauder Mines, okay. Das sind die hier. Einfach drüber laufen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die eine Art, das zu machen. Nein, ich hätte die F-Taste drücken müssen. So, da ist noch eine. Zack. Challenge begins. Oh nein. 8 Stück ohne im Blastradius zu stehen. Ja, das sollte machbar sein. Das sollte echt machbar sein. Einfach weglaufen. Die respawn auch relativ schnell, ist gut. Ja, es wird ein Ziegel gesprengt. Ja, da doch nicht. Hätte sein können. So, die Quest ist schon zu Ende. Und das Achievement ist jetzt wirklich nicht schwer. Wenn man es nicht übertreibt. Challenge complete! Ja, das war total cheesy easy. So, das heißt, wir haben jetzt. Hat's doch das Schaf hinter mir gerade gesprengt. Warte, das probieren wir nochmal. Sprengung! Bye bye. Ein kleines Einzelteil zerlegt. Nice. Was ist das denn? Ein Plushi. Okay. Chest of Crafting Dings benutzen, Chest of Scavenging. Ich will Plushi. Ich will gucken, was wir mit Plushi machen können. Plushi. Nein, ich will Plushi. Ey. Na, ja, schade. Ich habe ein Scavenging Bag bekommen. Und da sind drin was zu essen und irgendwas, was ich nicht nutzen kann, weil es dem Engineer gehört. Trotzdem. Auch nicht schlecht. Eine kleine Belohnung ist immer ganz gut. Okay. Das eine muss da hoch, das andere muss da runter. Da hinten ist das für die Soldaten. Da mache ich das für die Soldaten zuerst. Da habe ich jetzt mehr Bock drauf. Wenn ich lebendig hinkomme und mich nicht in die Luft sprenge, wenn ich hier lang laufe. Außer muss ich da vorne eh töten, wie es aussieht. Das ist ein Psionik-Übung hier vorne. Challenge begins! Ah, schon wieder eine Challenge? Kill Dead Star Marauders, ja. Muss er eh töten, von daher. Passt das ja. Ja, sie sind auch am Kämpfen hier. Nice. Na komm. Brawler. Double Kill. Was denn sonst? Hier ist meine Quest für die Soldaten. Alles klar. Und hier sind die Käfige, die wir aufmachen müssen. Auch nicht schlecht. Wieder mal Leute, die gefangen sind. Was haben wir diesmal gefangen? Irgendwelche komischen Blubber-Blobs. Ah, die mögen es nicht, wenn ich sie rauslasse. Gut, kann ich verstehen. Double Kill. Ist auch sehr schön, dass man hier wirklich gegen die andere Fraktion direkt kämpft, von Anfang an. Dass man die auf der anderen Seite hat, also quasi als Gegner. Und nicht irgendwelche Hunde, Wölfe oder sonst irgendwas. Das ist schon sehr schön. Auch wenn es NSCs sind. Ist ja furchtbar wurschtig. Multiple Missions added. Ach du Scheiße. Hat er gerade Multiple. Echt jetzt? Ja, viel zu tun hier im Land Dänemark. Stirb schon. So viel zu töten, so viel. Das hier rechts ist schon ein bisschen nervig. Weiß gar nicht, wo man anfangen soll vor lauter. Lauter, hinten blinkt was, da gehe ich mal zuerst hin. Ach, ist wieder eine Kiste, naja, es ist wurscht. Guck mal, Granate. Naja, toll. Voll viel gebracht. Kick. Stopp, Felix. So. Das Dumme ist, es ist fast die Stunde schon wieder rum und ich bin mittendrin noch. Bisschen süchtig macht es ja schon. Weil es schön, schön schnell von der Hand geht. Ich mag ja schnelles Gameplay. Nicht dieses uralt lahme Gedöns-Zeugs. Das könnte wehtun hier. Erstmal kicken. Triple Kill! So muss das sein. Bam 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 bam. Double Kill! Ja, war ja auch Herrchen und Frauchen. Dann ist was mal frei, da haben wir schon wieder eine Quest und einen Stacheldrahtzaun im Weg. Ein Hundi. Release the Hounds, genau, sehr schön.
Immer wieder schön. So, lassen wir mal hier unsere Blobs raus. Der schnuffelt an mir rum. Der läuft ja hinter mir her. Hat dieses Pad gerade erstmal ein temporäres. Ja, sieht so aus. Cool. Da kommt er. Dieser kleine Schnuffel. Ich habe wirklich ein kleines Minion. So, jetzt habe ich glaube ich zwei Minions. Und die helfen mir. Ja, geil. So muss das sein. Release Downs. Den wollte ich erst noch befreien, aber der ist weg. Ja, ja, ist auch ein bisschen Schaden machen an mir. Ist okay. Sehr schön. Ist wieder einer drin. Schön gerespawnt. Any progress? They are in trouble. Ja, ja, alles gut. So. Jetzt bin ich fast schon in der nächsten Stufe, es dauert noch ein bisschen. Aber. Guck mal, ob da hinten noch irgendwas. Ah, da können wir was befreien. Sehr viel sogar. Wir ziehen jetzt erstmal alles zusammen. Dann erstmal alles. Triple Kill! Nein, nein, nein. So. Ja, ja, ich lasse euch schon raus. Mein Gott. Hört auf rum zu flennen. Das war sogar ein Mensch. Noch ein Mensch. Das war's auch. Schön. Nächste Quest erledigt. You have a quest spell available. You can use it by pressing T or clicking the icon T. Hm, okay. Ja, da oben dann wahrscheinlich. Das ist ganz schön weit weg von hier. Was ist das da? Was ist das da oben? Ah, Moment. Bevor ich das mache. Da oben ist irgendwie. Vielleicht kann ich da was anwenden. Muss mal gucken. Double kill. So, sehr schön. Okay, Jungs, ich mache jetzt auch so ein Päuschen an der Stelle. Ihr seht, es geht doch relativ schnell von der Hand. Hier die Map nochmal gezeigt. Die Gebiete sind schön weitläufig. Mit den Hauptdingern hier noch dazugenommen. Also hier diese eine Zone und die dann sich in große Zonen noch verlegt. Hier haben wir letztes Mal angefangen links. Challenge failed. Und ja, wieder Challenge gefailed. Ist mir aber auch relativ latte gerade. Man wird in diesem Spiel sehr viel zu tun haben. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz eine Stufe machen. Nämlich alles mitnehmen. Kommt, kommt, kommt. Kommt, 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 kommt. Kommt, ihr auch noch. Ich hab jetzt noch eine Granate geworfen hier. Nö, nö, nö. Mit mir. Komm. Das kann knapp werden. Triple Kill. Nein, nein, nein. Das ist Super Kill. Und Stufe. So. Not bad on the eyes either. Ne? So muss das sein. Bisschen nervig ist auch die Reward-Geschichte hier immer zum Gucken. Erklärt einem, was man jetzt hat. Attribute, Increase, Empower bekommen, was auch was bedeutet. Oh, Empower. Okay. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt zwei Amp-Powers. Die Abilities sind hier links. Und hier rechts sind die Amps. Ich nehme die noch kurz mit. Und die Amps kann ich also auch noch verteilen. Und die geben, man sieht es oben rechts in der Ecke, auch noch entsprechend Fähigkeiten wie Deflect Critical Hit 1. Increases Deflect Critical Hit Chance bei 2%. Das ist also mehr so Support. Lass mal kurz wegmachen hier. Hybrid, Support, Utility, Utility, Hybrid, Assault, Utility, Assault und Hybrid, Assault, Support. Das macht es taktisch natürlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist auch so ein Skilltree mit Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist gar nicht schlecht, Jungs. Da habt ihr ganz schön reingebaut. Vor allem hier kommt es auch noch dazu, dass man die hier nach und nach eben natürlich noch erweitert und auch nicht alle auf einmal haben kann. Man kann immer nur bis zu 8 Fähigkeiten plus eine Path-Action haben. Und es hat so ein bisschen was, eine bisschen Mischung aus Diablo 3 und eigenem. Cool. Finde ich gut. Natürlich hier, ne? Muss man dazu sagen. Die Mischung aus Assault, Support, Utility und Path ist dann hier unten drin. Das macht's echt nice. So, ich würde Assault erstmal nehmen wahrscheinlich. Increase Assault Power. Increase Critical Hit Chance. Oder Increase Critical Hit Severity. Das ist die Frage. Ihr könnt immer nachgucken, wenn ihr die P-Taste drückt. Was bei euch besonders stark ist. Moxie, Brutality und Insight ist recht hoch. Und ab den gewissen Punkten gibt es dann nochmal einen Bonus, wie man ja auch sieht. Das ist auch interessant. Ich würde jetzt einfach mal entweder in die Moxie reingehen, wenn es sowas geben würde, oder was auch immer. Secondary Attributes. Oh ja, das ist schon okay. Nehme die hier. Ich habe zwei Punkte. Kann auch direkt nach oben gehen. So, zack. Da ich gerade angegriffen werde, Moment. Kann ich jetzt gerade nicht verteilen, das machen wir noch. Ja, ist okay.
Tipp noch kurz getreten. Sieht auch, wie lange der Stunt ist. Sehr, sehr schön. In anderen Spielen sieht man das nicht so schön. Hier sieht man es auf jeden Fall. Jetzt gehen wir noch ganz kurz rein. Moment. P. Ne, Blödsinn. Hier oben. Da. Also, zack. Amps. Zack. Use Set. Und jetzt haben wir die Passiven. Sehr schön. Gut. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Ich gucke mal ganz kurz in die Fragen rein, falls wir welche haben. Falls ich überhaupt sehe. Nö. Sieht alles gut aus. Bei mir zumindest. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Mad Mike und Dorpioten. Bye bye.